Hey Kids, wie cool ist diese Story von Petrus? Ich feiere es immer wieder, seine Geschichte zu hören. Das ist einfach so ermutigend. Und seine Geschichte mit Jesus hat schon so spannend angefangen. Petrus war Fischer und damals als Fischer, es war nicht nur so ein bisschen ein Hobby. Und er hat gesagt, ja, ich gehe mal ein bisschen angeln, vielleicht kommt ein Fisch und dann haben wir was Nettes zum Essen, aber wenn nicht, auch kein Problem. Sondern er war Fischer, das bedeutet, er hat davon gelebt, er hat seine Familie damit versorgt. Und er musste schon schauen, dass er Fische fängt. Und er war eine ganze Nacht lang draußen mit seinen Freunden auf dem See und hat versucht, Fische zu fangen. Und so eine Nacht lang, wenn es komplett dunkel ist, draußen im Kalten auf dem Wasser, ist eigentlich echt nicht so cool. Und er war die ganze Nacht draußen und hat nicht einen Fisch gefangen. Das bedeutet, er hatte keine Versorgung für seine Familie. Und es war echt nicht so eine tolle Situation für ihn. Und dann auf einmal kommt Jesus dahergelaufen. Jesus, der von Beruf Zimmermann war, und sagt ihm so, hey, fahr nochmal raus und werf deine Netze nochmal raus. Und die natürliche Reaktion, wie ich wahrscheinlich auch reagiert hätte, ist so, hey, ich war die ganze Nacht draußen, das macht überhaupt keinen Sinn, warum soll ich das machen? Und dann kommt aber eine interessante Wende, weil Petrus sagt, aber weil du es gesagt hast, will ich es machen. Weil er einfach gespürt hat, dass mit diesem Jesus was anderes ist. Und er fährt nochmal raus und wirft sein Netz aus und auf einmal kommen so viele Fische, dass das Netz anfängt zu reißen. Und er versucht, sie in das Boot zu heben und schafft es nicht und ruft seine Freunde. Und sie helfen ihm und fahren auch raus mit dem Boot. Und sie füllen zwei Boote randvoll, so voll, dass sie anfangen zu sinken. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Zwei Boote so voll mit Fischen, dass sie anfangen zu sinken. Und er ist völlig überwältigt von der Ehrfurcht vor diesem riesengroßen Fang, den sie da gemacht haben und seine Freunde genauso mit ihm. Und er kommt an die Küste und Jesus schmunzelt wahrscheinlich schon so ein bisschen, weil er wusste, was für ein Wunder passiert. Und er ist aber so, hey, ich bin das nicht würdig. Und er ist einfach so unglaublich, hat er die Güte Gottes erleben dürfen und hat einen Fang gemacht, der mehr ist als alles, was er gebraucht hätte. Und er wird überführt und merkt, wow, ich bin ein Sünder. Und dann kommt ein ganz interessanter Punkt, weil Jesus schickt ihn nicht fort und sagt, ja, Petrus, du bist schon nicht so gut, also danke, dass du die Fische für mich gefangen hast, aber so verdient hast du es ja wirklich nicht. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, komm und folge mir nach. Und wisst ihr, Kids, das spricht Gott auch zu jedem Einzelnen von euch. Er sagt, komm, folge mir nach. Weil Jesus hat für jeden von euch so eine große Bestimmung und so einen großen Plan. Und möchte unglaubliche Sachen in eurem Leben tun und durch euer Leben tun. Aber er kann es nicht machen, wenn ihr einfach für euch bleibt, sondern er sagt, folge mir nach. Er will, dass jeder von euch ihm nachfolgt. Und dann fängt eine Reise an, die absolut unbeschreiblich ist für Petrus. Und es geht weiter, wie wir in dem Video gerade eben gesehen haben, dass seine Schwiegermutter krank ist und Jesus kommt zu ihr und heilt sie einfach und sie steht auf und ist wieder voller Leben und dient Jesus und seinen Freunden und seinen Jüngern. Und Petrus merkt so, wow, Gott ist nicht nur der versorgt, absolut übermäßig versorgt, sondern er ist auch der heilt und er erlebt Jesus als seinen Heiler. Und das möchte ich auch jedem Einzelnen von euch zusprechen. Jesus ist auch dein Heiler. Und egal, wo körperliche Gebrechen oder irgendwas in deinem Leben ist, Jesus will dich heilen. Und dann geht es weiter. Und dann kommt eine Story, die eine meiner Lieblingsstories ist mit Petrus. Und zwar sind sie draußen auf dem Wasser mit dem Boot und es kommt ein Sturm. Und Jesus kommt einfach dahergelaufen. Und Petrus ist im Boot und ist so, oh wow, meine Güte. Und kommt dann aber auf den Gedanken, so, hey, wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann, er ist ja nur Mensch und Gott. Aber wenn er das kann als Mensch, dann kann ich das ja vielleicht auch. Und er sagt zu Jesus, hey, wenn du willst, dass ich auf dem Wasser laufe, dann sag es zu mir. Und Jesus sagt, komm. Und er steigt aus dem Boot und geht aufs Wasser. Und also ich liebe die Story wirklich. Ich habe es selber auch schon immer wieder mal versucht. Wer von euch hat es schon mal versucht? Gebt mir mal ein Handzeichen, wer hat schon mal versucht, auf Wasser zu gehen? Ich probiere es immer wieder mal. Bisher hat es leider noch nicht geklappt, aber ich habe Glauben, dass es eines Tages funktioniert. Auf jeden Fall, und dann steht Petrus auf dem Wasser zusammen mit Jesus. Und erst kürzlich habe ich mir gedacht, eigentlich ziemlich witzig, weil was genau bringt das jetzt eigentlich? Sie kamen erst direkt davor,
von einer riesengroßen Predigt, wo Jesus zu Tausenden von Menschen geredet hat und hat das Evangelium mit ihnen geteilt. Und dann hatten sie kein Essen und er hat diese Tausenden von Menschen mit Essen versorgt. Das heißt, er hat dieses Wunder gemacht, wo er die 5 Brote und die 2 Fische genommen hat und das vermehrt hat, dass es für alle reicht. Und es hatte irgendwie so einen Zweck, aber dann, dass er mit Petrus auf dem Wasser spazieren geht, macht halt, also das bringt halt irgendwie nichts. Und ich finde es so cool, dass Gott uns sogar Wunder zeigen will und seine Güte zeigen will mit Sachen, ne, die nicht mal einen besonderen Sinn und Zweck erfüllen, sondern einfach nur, um unseren Glauben zu belohnen. Weil Petrus hatte Glauben und hat gesagt, hey, wenn du nur sprichst und mich aufs Wasser rufst, dann kann ich auf dem Wasser gehen, dann werde ich kommen. Unglaublich inspirierende Geschichte. Und wisst ihr, Kids, Jesus ruft auch jeden Einzelnen von euch aufs Wasser. Und früher oder später müssen wir uns entscheiden und sagen, okay, bleibe ich hier in meinem Boot, wo es schön gemütlich ist, oder gehe ich wirklich aus dem Boot raus und mache ich diesen Schritt aufs Wasser? Und unter euch sind Kinder, die nach Afrika berufen sind. Ihr habt vielleicht einen Traum, dass ihr dort mal ein Werk aufbaut. Oder manche sind vielleicht berufen in die Wirtschaft oder manche in die Politik. Und deshalb, Gott hat Träume in euer Herz gelegt und er will richtig große Dinge mit euch vollbringen. Und wenn er sagt, komm, und er ruft euch raus aus Wasser, dann möchte ich euch wirklich ermutigen, kommt zu ihm und geht diesen Schritt aus Wasser, weil dann werdet ihr Dinge sehen und erleben, die ihr euch bis jetzt noch nicht vorstellen könnt, die euren Verstand übersteigen. Und Petrus ist mit Jesus zusammen unterwegs für 3 Jahre und er erlebt unglaubliche Dinge und er sagt, hey Jesus, ich werde mit dir gehen durch dick und dünn und ich werde dich niemals verlassen. Und Jesus gibt ihm diese unglaubliche Zusage und sagt zu ihm, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Also richtig stark. Und dann kommt es aber zu dem Punkt, dass Jesus verhaftet wird. Und Petrus, der davor so eifrig war und so zu ihm gehalten hat, versagt auf einmal komplett und er leugnet Jesus. Und das nicht nur einmal, sondern 3-mal. Und er schwört sogar, dass er Jesus nicht kennt. Und Jesus war einer seiner besten Freunde, aber Petrus hat in dem Moment einfach komplett versagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es immer wieder, wie ich komplett an meine Grenzen komme und wie ich Dinge einfach nicht schaffe und wie ich einfach versage. Aber das Gute ist, Petrus ist nicht an diesem Punkt geblieben, sondern Jesus ist gestorben und er hat alle Sünde ans Kreuz genagelt, er ist wieder auferstanden. Er hat einen komplett neuen Weg für uns bereitet, wie wir leben können. Er hat den Tod auf der gesamten Linie besiegt. Und er hat zu den Jüngern gesagt, hey, bleibt noch ein paar Tage in der Stadt, bis ich den Heiligen Geist gesandt habe. Und die Jünger blieben in der Stadt und Jesus hat seinen Heiligen Geist gesandt und sie wurden alle erfüllt. Und auf einmal ist der gleiche Petrus, der davor total ängstlich war und total versagt hat, auf einmal spricht er zu Tausenden von Menschen, ist voller Mut und es werden einfach mal 3000 Menschen errettet und finden zum Glauben, direkt bei seiner ersten Predigt. So müsst ihr euch mal vorstellen, was das für Dimensionen sind. Und ich möchte euch ermutigen, Kids, weil Jesus hat zu uns gesagt, dass jeder, der um den Heiligen Geist bittet, ihn auch bekommen wird. Und wir können dieses Leben nicht aus uns selber leben. Du kannst dieses Leben nicht aus dir selber rausleben. Aber du musst es auch gar nicht. Und du sollst es auch gar nicht. Sondern Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir dieses Leben zusammen mit ihm leben können. Hey, und wie genial ist diese Story von Petrus? Er war Fischer. Und Jesus ist in sein Leben gekommen und hat sich entschieden, alles hinter sich zu lassen und ihm von ganzem Herzen nachzufolgen. Er hat unglaubliche Wunder erlebt und obwohl er versagt hat, hat Jesus ihm den Heiligen Geist gegeben und hat ihn befähigt, ein komplett neues Leben zu leben und einer der größten Männer Gottes zu werden, den wir kennen. Und das gilt für jeden Einzelnen von euch. Jesus sagt zu dir, folge mir nach. Und er ruft dich raus aus Wasser, deshalb bleib nicht in deinem Boot, wo es gemütlich ist, sondern folge wirklich seinem Ruf. Und du kannst es nicht aus dir selber machen, sondern Jesus hat dir den Heiligen Geist dafür gegeben. Deshalb, Kids, ich hoffe, ihr seid mega ermutigt und ich sende euch noch in eine richtig gesegnete Woche. Macht's gut, ciao, ciao!